Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Zumbanzen, für die liebe Einführung. Vielen Dank natürlich dem ganzen Komitee dafür, dass ich hier diese Brückenfunktion erfüllen darf zwischen zwei Orten, die biografisch für mich wichtig sind. Leipzig, wo ich heute lebe, München, wo ich lange gelebt habe, speziell dieses Haus, Sie haben es gesagt, wo ich 6 sehr schöne Jahre verbringen durfte. Und auch das hat meine Freude natürlich heute besonders groß, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Auch, ich muss schon vorwarnen, wenn das Thema vielleicht nicht nur angenehme Seiten hat, um das es heute geht. Brücken bauen heißt jetzt auch für mich in dem Fall, dass ich nochmal natürlich anknüpfen möchte an meinen Vortrag vom Frühjahr, deshalb halt nochmal ganz kurz in Erinnerung rufe, worüber ich in Leipzig gesprochen habe. Da ging es mir darum, mal etwas genauer in den Blick zu nehmen, wie eigentlich die Geschichte der Kunst, Sie haben es gerade auch nochmal angesprochen, Herr Zumbanzen, so als Rahmen, als Maßstab für die Beurteilung von Werken an Stellenwert zunehmend verliert. Und so an mehreren Beispielen vom Kunstmarkt, aber auch aus dem Bereich kuratierte Kunst, versuchte ich zu zeigen, dass Künstler, die sich einer Idee von autonomer Kunst verpflichtet fühlen, zunehmend heutzutage weniger Wertschätzung erfahren. Vielmehr gibt es Aufmerksamkeit einerseits für Künstler, deren Arbeit einer Logik von mehr oder weniger glamourösen, mehr oder weniger teuren Markenprodukten entspricht. Und alternativ werden Positionen ernst genommen, die vor allem durch die moralisch-politische Brisanz des Themas für sich einnehmen. Also auch innerhalb der Kunstwelt dominieren vermehrt kunstexterne Kriterien, könnte man sagen. Das aber wiederum kann nicht zuletzt dann zur Folge haben, dass Künstler und Werke, die nach kunsthistorischen, nach kunstspezifischen Maßstäben Teil des Kanons sind, allein aufgrund von Sujets, die in moralisch-politischer Hinsicht angreifbar sind, fragwürdig werden oder sogar die Berechtigung abgesprochen bekommen, weiter eine öffentliche Rolle zu spielen. Und da haben sich eben in den letzten Jahren einige Debatten markant verschärft. Ich habe in meinem Vortrag etwa erwähnt die Auseinandersetzung um Balthus, dem vorgehalten wird, als Künstler pädophile Neigungen ausgelebt zu haben oder mit seinen Bildern solche Neigungen auch zu bestärken, zu rechtfertigen. Und ich kam auf den Streit zu sprechen, der 2017 auf der New Yorker Whitney Biennale ausbrach, wo Dana Schutz ein Gemälde ausstellte, dem ein berühmtes Foto zugrunde liegt, das sie 1955 von weißen, grausam niedergemetzelten schwarzen Jungen Emmett Till zeigt. Obwohl ich diese Entwicklungen der Kunstwelt vor allem zu beschreiben, zu analysieren versucht habe in meinem Vortrag im März, habe ich natürlich auch wertende Aussagen getätigt. Allein damit, dass ich den Blick auf das gelenkt habe, was verschwindet, was nicht mehr gilt, was an Bedeutung einbüßt, habe ich ja vielleicht auch nahegelegt, darin einen Verlust zu sehen und ja, vielleicht auch eine mehr oder weniger kulturpessimistische Brille zu tragen. Also statt davon zu sprechen, dass etwa im Fall des Streits um das Gemälde Open Casket von Dana Schutz, jetzt zitiere ich mich selber, nicht mehr anerkannt werde, wie sehr die Künstlerin in einer kunsthistorischen Tradition steht, die sich dadurch auszeichnet, künstlerische Autonomie zu postulieren, hätte ich ja auch sagen können, dass sich andere Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel Hannah Black, die einen offenen Brief gegen Dana Schutz initiiert hat, dass sich also andere Künstlerinnen und Künstler eben dafür stark machen, das Leid von Menschen ernster zu nehmen als die Freiheit der Kunst. Und schon wäre derselbe Sachverhalt aus etwas anderer Perspektive in den Blick gelangt. Man muss sich diese andere Perspektive deshalb nicht zu eigen machen, aber ich glaube, es ist wichtig und es ist notwendig, Sorgen den Gründen und den Konsequenzen einer solchen anderen Perspektive auch eigens Beachtung zu schenken. Und genau das möchte ich jetzt eigentlich heute in meinem Vortrag versuchen. Also möchte in einer Reihe von Beispielen wiederum mich den Sichtweisen derer anzunähern versuchen, die jetzt tatsächlich aktiv auch gegen den im Westen lange vorherrschenden Begriff von Kunst, also gegen die Idee einer autonomen Kunst, gegen die Idee, Kunst hat sozusagen einen Sonderstatus, die dagegen opponieren und die natürlich allein damit auch schon den gesamten Kanon in Frage stellen.
Dabei möchte ich vielleicht sogar gleich mit dem Schwierigsten beginnen, denn wie sollte es anders denn als, ja, aus unserer Sicht Zivilisationsbruch gewertet werden, wenn jemand die Zensur, wenn jemand die Zerstörung sogar von Kunstwerken verlangt. Also wird hier nicht einfach nur destruktiv jegliche Idee von Kunstfreiheit missachtet, eine große Errungenschaft aufgeklärter demokratischer Gesellschaften. Hier in Deutschland bekanntlich ist die Kunstfreiheit ein Rechtsgut mit Grundrechtsrang im Grundgesetz verankert, also wenn das jetzt mit Füßen getreten wird. Also was könnte jemand wie Hannah Black für Argumente haben, wenn sie in ihrem offenen Brief gegen Dana Schutz appelliert, das Gemälde Open Casket zu zerstören, zumindest aber niemals auf den Markt oder in ein Museum zu bringen. Nun, der zentrale Vorwurf von Black lautet, Schutz benutze die Qualen eines Schwarzen als Rohmaterial, Raw Material für ihr Gemälde. Zu kritisieren aber jetzt, dass der Mord an Emmett Till hier nur als Anlass, als Ausgangspunkt für das Gemälde fungiert, ist aber gleichbedeutend damit, Dana Schutz überhaupt nicht als autonome Künstlerin zu akzeptieren. Denn die Autonomie der Kunst besteht ja gerade darin, jegliches Sujet in eine eigene Form zu übersetzen. Das für ein Werk gewählte Thema ist daher eigentlich immer nur Rohmaterial. Also unabhängig davon, wie wichtig oder banal, wie umstritten oder simpel es ist, zeigt sich die künstlerische Qualität des Werkes daran, was aus diesem Rohmaterial gemacht wird. Und dieses Credo autonomer Kunst hat besonders klar, pointiert, berühmt Max Liebermann formuliert 1904, als er geschrieben hat, die gut gemalte Rübe ist ebenso gut wie eine gut gemalte Madonna. Und dann allerdings noch interessanterweise hinzugefügt hat, wohlgemerkt als rein malerisches Produkt. Weiter hat Liebermann dann interessanterweise auch angedeutet, dass er Gemälde bevorzuge, die einen so belanglos alltäglichen Gegenstand wie eine Rübe als Sujet haben, weil es dann Künstler und Betrachtern leichter falle, sich auf die künstlerische Auffassung zu konzentrieren, die in dem Werk zum Ausdruck kommt, während eben bei gewichtigeren Themen andere Gesichtspunkte, andere Interessen sich vordrängen können. Damit hat er im Grunde die Problematik des Falls von Dana Schutz eigentlich schon vorweggenommen, weil eben bei einem Gemälde, das einen von sadistischen Mördern zugerichteten Leichnam als Sujet hat, es ja fast unmöglich ist, sich jetzt nur auf die Art der Malerei zu konzentrieren. Und wenn man es könnte, dann hieße es, dass die Malerei von ihrem Sujet ja tatsächlich stark abstrahiert hat, dass das Rohmaterial so lange transformiert wurde, bis dessen spezifische Bedeutung unsichtbar geworden ist. Und dann gäbe es ja wiederum erst recht Grund zu dem Vorwurf, das Sujet sei nur Anlass, sei nur Vorwand gewesen, vielleicht sogar opportunistisch von der Künstlerin ausgewählt, um sich politisch-moralisch pflichtschuldig zu geben. Aber kann man fragen, ist das Schicksal von Emmett Till nicht so erschütternd, dass es sogar grundsätzlich unangemessen ist, daraus ein Thema der Malerei zu machen? Und gilt das nicht umso mehr, wenn ein Gemälde nicht nur Gegenstand kennerschaftlicher Kunstdiskurse, sondern erst recht zum Teil des Kunstbetriebs wird? Für alle Menschen, die sich Till nahe fühlen, weil sie als Mitglieder derselben Ethnie Selbsterfahrungen von Hass, Diskriminierung, Ohnmacht, Unterdrückung gemacht haben, muss es eine geradezu obszöne Vorstellung sein, dass ein Kunstpublikum sich in einer Ausstellung oder auf einer Messe eine schöne Zeit mit Bildern wie Open Casket macht, vielleicht noch mit Champagner, mit Plaudereien, mit anderen Lifestyle-Elementen der Happy Few. Und da Dana Schutz eine große Nummer in der Kunstwelt ist, liegt es nahe, dass derartiges auch wirklich passiert. Und darauf spielt Hannah Black in ihrem offenen Brief an, wenn sie schreibt, es sei nicht akzeptabel, dass schwarzes Leid und dann eben noch dazu von Weißen in Profit und Spaß verwandelt werde. Wenn Dana Schutz oder andere Künstler politisch Stellung beziehen oder aufrichtig Scham über das geschehene Unrecht zum Ausdruck bringen wollen, dann sollten sie es also vielleicht nicht als Künstler, sondern lieber mit ihren Möglichkeiten als Bürger tun. Sie können Stiftungen gründen, sie können Projekte initiieren, sie können Geld sammeln oder Geld spenden.
Aber Sühne mit einem Gemälde leisten zu wollen, das zugleich in den prominentesten Ecken der Kunstwelt seinen Platz hat, gelingt nicht nur nicht, sondern ist eben zudem ein unsensibler Akt, der schlimmstenfalls als erneutes Unrecht, als weitere Entgleisung gegenüber dem Opfer empfunden wird. Und deshalb kann man, glaube ich, wirklich schon fragen, ob es wirklich eine so maßlose, eine so irrationale, eine so zivilisationsbrechende Forderung ist, dass ein solches Gemälde verschwinden muss. Zwar erklärte Lena Schutz, als habe sie das Anstößige von Open Casket bereits geahnt, das Gemälde bei dessen erster Ausstellung, das war in Berlin in den Galerieräumen von Contemporary Fine Arts 2016, sie erklärte dieses Bild dafür unverkäuflich, aber statt sagen, als Kunsttrophäe über dem Sofa oder Kamin eines weißen Multimillionärs könnte es immer noch in einem Museum oder in Ausstellungen landen und insofern weiter eine Rolle in der Welt der Kunst spielen. Um zu verhindern, dass Emmett Till als Mensch erneut missachtet und dass anderen Menschen ein Gefühl von Ungerechtigkeit bereitet wird, bleibt also vielleicht wirklich keine andere Möglichkeit, als das Gemälde aus dem Verkehr zu ziehen. Gewiss klingt das für alle, denen Kunst etwas bedeutet, schrecklich und man denkt an die schlimmsten historischen Ereignisse. Doch steht hier weder ein Bildersturm noch eine staatliche Sanktionsmaßnahme zur Debatte. Der offene Brief zielte vielmehr allein darauf, dass Lena Schutz selbst erkennen möge, mit diesem einen Gemälde das Gegenteil dessen zu bewirken, was sie bewirken wollte, um daraufhin das zu tun, was Künstler auch sonst mit Missglücktem oft tun, nämlich es einfach aus der Welt schaffen. Für den Fall, dass der Künstlerin die Einsicht fehlt und sie ihre Malerei über deren zwischenmenschliche Folgen stellt, könnte der offene Brief immerhin noch die Funktion haben, um Verständnis zu werben, sofern sich jemand derer, die von Open Casket in ihren Gefühlen verletzt werden, zu einer Aktion gegen das Gemälde hinreißen ließe. Dabei könnte man auch schon den Protest des afroamerikanischen Künstlers Parker Bright auf der Whitney Biennale gegen Open Casket als einen solchen Versuch einer Zensur klassifizieren. Nicht nur hat er bezweckt, das Bild unsichtbar zu machen für andere Besucher, indem er sich sehr breit direkt davor platziert hat, stundenlang, sondern zudem trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift Black Death Spectacle, lenkte die Aufmerksamkeit also auf das politisch-moralische Problem und verhinderte auf diese Weise, dass über Schutzbild überhaupt noch als Malerei, überhaupt noch in Kategorien der Kunst diskutiert werden konnte. Bright negierte das Bild also hier offensiv als Kunstwerk und auch das kann man ja schon als eine Form von Ikonoklasmus bezeichnen. Möglichkeiten der Zensur oder sogar der Zerstörung werden mittlerweile auch unabhängig von dem Fall Lena Schutz ernsthaft diskutiert. Nicht nur Schwarze oder andere Unterprivilegierte befürworten sie dann, wenn bei der Entstehung eines Werks ein Missbrauch oder allgemeiner gravierendes Unrecht stattgefunden hat oder wenn das Werk selbst als Unrecht, als verletzend, als herabwürdigend empfunden wird. Warum, so sagen die Frage, die dahinter steht, immer wieder, sollte die Unversehrtheit von vielen Menschen weniger zählen als die Unversehrtheit einer einzelnen Sache? Ayan Svenonius, im Hauptberuf Musiker, erregte 2015 mit dem Buch Censorship Now Aufsehen, indem er die Menschen dazu auffordert, künftig aktiv gegen alles vorzugehen, was sie als zynisch und verletzend empfinden. Aber er ruft eben nicht nach dem Staat, um Zensurmaßnahmen durchzusetzen, sondern wünscht sich diese im Gegenteil als eine Art von Graswurzelbewegung. Dabei, so seine Überzeugung, müsse man gerade auf dem Feld der Kunst mit Zensur beginnen. Denn, dass nirgendwo sonst so laut Freiheit und Autonomie proklamiert werde, sei, so Svenonius, nur eine Masche, forciert von einer Elite von Privilegierten, die sich damit alle Rechte herausnehmen und ohne Rücksicht auf andere ihre Interessen durchsetzten. Kunst, so weiter seine Aussage, sei daher schon lange keine Waffe der Unterdrückten mehr, sie sei auch nicht allgemein zugänglich, sondern, nochmal wörtliches Zitat, sie verursacht mehr Gewalt als irgendetwas sonst. Ähnlich sieht das die Kunsthistorikerin und Kuratorin Julia Pelter-Feldman.
Auch für sie wird unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit weiter Ausbeutung und Unterdrückung betrieben. Deshalb steht für sie der Kunstkanon insgesamt in Frage. Verblasst doch, ich zitiere hier wörtlich, jede Gewalt, die sich gegen Kunst wendet, im Vergleich zur Gewalt, die Menschen angetan wurde. Also man sieht, die Zensur, die Zerstörung von Kunst wird hier regelrecht zum widerständig emanzipatorischen Akt erklärt, der sich gegen die relativ wenigen richtet, die die Kunstfreiheit als Vorrecht für sich reklamieren und zum eigenen Vorteil missbrauchen. Ließ sich daher sogar sagen, dass die Kunst erst durch ihre Zensur wieder wirklich frei werden könne. Also Svejonius sagt ausdrücklich, dann würde man ihre Kraft zurückgeben. So überrascht natürlich doch aus anderer Warte, wie wenig sich die Gegner hier einer Kunstfreiheit eigentlich auf die Geschichte der Idee von Kunstfreiheit beziehen in ihren Publikationen. Da finden sie eigentlich nie irgendetwas dazu. Dabei dürfte ja immerhin unstrittig sein, dass die Autonomie der Kunst ursprünglich und lange Zeit mit dem Anspruch, mit der Hoffnung forciert wurde, ja, sowas wie ein Ort der Immunität zu schaffen, ein Ort zu schaffen, an dem partikuläre Interessen, an dem Machtgesten keine Rolle spielen, von dem aus sich dann eben auch emanzipatorische Dynamiken entfalten können. Vor allem sah man es lange Zeit als besondere Fähigkeit der Künstler an, einen Ausgleich zwischen sonst sich wechselseitig vordrängenden Kräften zu erreichen. Werde in ihren Werken jegliche Einseitigkeit transzendiert, dann könnten sie ihrerseits die Rezipienten in eine Stimmung versetzen, die sich, Zitat, durch hohe Gleichmütigkeit und Freiheit des Geistes auszeichnet. So können Sie es im berühmten 22. Brief über die ästhetische Erziehung bei Friedrich Schiller nachlesen. Sicher sorgen dem wichtigsten Gewährsmann für die Idee der Kunstfreiheit. Also dieser Idee zufolge bieten Begegnungen mit Kunst dem Rezipienten gerade die Chance, sozusagen durchzuatmen, sich neu zu besinnen und sozusagen ein Stück Selbstbestimmung zu vollziehen. Interessant ist, dass auch Schiller in genau diesem Zusammenhang prominent also die Frage erörtert, ob eigentlich ein imposantes Sujet, ein starker Stoff, nicht zum Hindernis für eine solche Ausgewogenheit und damit letztlich für die künstlerische Qualität, für die Wirkung der Kunst werden kann. Aber er zeigt sich überzeugt davon, dass selbst das ernsteste und schwerste Thema durch die gestalterische Kraft eingebunden und neutralisiert werden kann. Also Sie kennen alle die berühmten Sätze, aber es war halt interessant, Sie jetzt noch mal auf dieses Bild von Dana Schutz zu beziehen. Schiller schreibt, es ist das eigentlichste Kunstgeheimnis des Meisters, dass er den Stoff durch die Form vertilgt. Und je imposanter, anmaßender, verführerischer der Stoff an sich selbst ist, je eigenmächtiger derselbe mit seiner Wirkung sich vordrängt oder je mehr der Betrachter geneigt ist, sich unmittelbar mit dem Stoff einzulassen, desto triumphierender ist die Kunst, welche jenen zurückzwingt und über diesen die Herrschaft behauptet. Schiller meint dann sogar, dass also ein mutiger, ein großer Künstler sich gerade die dramatischsten Themen vornimmt, denn wenn er sie durch seine Art der Gestaltung dennoch ästhetisch zu verwandeln vermag, dann ist der Freiheitsgewinn für die Rezipienten auch am größten, denn dann werden sie sagen, endlich von der sie sonst okkupierenden Macht des Sujets erlöst. Oder nochmals in Schillers Formulierung, weil nochmals bitte im Geist beziehen auf Dana Schutz: Der ernsteste Stoff muss so behandelt werden, dass wir die Fähigkeit behalten, ihn unmittelbar mit dem leichtesten Spiele zu vertauschen. Nun, ich glaube, für Leute wie Hannah Black, wie Feldman oder Svenonius dürfte eine solche Aussage ziemlich verwirrend, ziemlich frivol klingen. Denn übertragen auf Open Casket hieße das ja, dass das Gemälde, gerade weil es dieses heftige Thema behandelt, den Betrachtern umso mehr Leichtigkeit und Freiheit bereiten kann, zumindest sofern es künstlerisch stark und autonom umgesetzt ist. Ließen Sie sich also auf diese Logik ein, müssten Sie entweder allein die Malweise, die künstlerischen Mittel von Schutz tadeln, nämlich falls Ihnen eben ein solches Freiheitsgefühl versagt bleiben sollte, oder aber Sie sollten dankbar sein, dass die Gewalt der Emmett Till zum Opfer fiel, durch die Kraft der Kunst endlich in positive Energie verwandelt wird. Beides, also diese beiden Arten, sorgen auch
wie man auf dieses Bild reagieren könnte, findet nicht statt. Ja, und ich glaube, es findet einfach deshalb nicht statt, weil die Idee, weil die Erfahrung einer solchen freiheitsstiftenden, autonomen Kunst offenbar nicht mehr hinreichend deutlich existiert. Statt also von Werken auch nur noch so vage zu erwarten, sie könnten den Rezipienten läutern, sie könnten eine irgendwie therapeutische Wirkung entfalten, ist die Ausgangserfahrung vieler derer, die das heutige Kunstgeschehen beobachten, dass eben überall da, wo von Freiheit die Rede ist, letztlich doch nur die Freiheit der Reichen und Mächtigen gemeint ist. Und damit erleben sie die Freiheit der Kunst als nahtlose Fortsetzung der Freiheit, die sämtlichen Spielarten von Neoliberalismus zugrunde liegt. Autonomie der Kunst heißt für sie dann nur noch, dass das Recht des Stärkeren gilt. Die Kunst ist für sie zu Siegerkunst geworden. In dem Maß, in dem sich der gesellschaftliche Ort der Kunst geändert hat, ändert sich aber auch der Blick auf die Werke sowie die Art der Kritik an ihnen. Nun geht es darum zu analysieren, wo und wie Künstler sich als privilegiert erweisen und wo sie entsprechend rücksichtslos und zumindest unsensibel agieren. Auch Cindy Sherman musste die Erfahrung machen, zum Gegenstand eines Shitstorms zu werden, der ab Ende 2015 unter dem Hashtag CindyGate aufkam. Im Zentrum stand dabei ihre Fotoserie Bus Riders, die sie 1976 als 22-jährige Studentin schuf und in der sich bereits, wie dann in den berühmten späteren Filmstills, in verschiedene Identitäten begab. Sie verkörperte dabei sowohl weiße als auch schwarze Frauen verschiedener Milieus und Altersstufen, die in einem Autobus fahren. Nun aber tauchte der Vorwurf auf, sie habe die Schwarzen klischeehaft und undifferenziert dargestellt, die weißen Figuren hingegen deutlich individueller gezeichnet. Der Kunstkritiker Seth Rodney erkannte daher zwei Gefahren in Shermans Fotoserie. Zum einen, sagt er, würde die mehr bekräftigt, schwarze Menschen sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Zum anderen würden Menschen auf ihre Hautfarbe reduziert, Zitat Rodney, das entmenschlicht sie, bringt ihr politisches Handeln, die Kraft ihres Wesens sowie ihre Schönheit zum Verschwinden. Initiatorin des Protests gegen Sherman war aber, wie im Fall des offenen Briefs gegen Dana Schutz, auch eine Künstlerin, was im Übrigen belegt, dass man es bei den Opponenten, über die wir heute hier reden, nicht mit den üblichen Verdächtigen und ihren Ressentiments gegen moderne Kunst zu tun hat. Sondern die Opponentin von Sherman ist eine queere Schwarze, die selbst in mehreren Identitäten auftritt, was sogar an Shermans Ansatz erinnert, aber insofern noch darüber hinausgeht, als jede dieser Identitäten nicht nur als Inszenierung für ein Bild, sondern als Teil einer komplexen Persönlichkeit verstanden wird. Das heißt, je nach Projekt verwendet sie einen anderen Namen, ist manchmal E. Chain, manchmal Musa oder E. the Avatar. Musa, so erklärt sie in einem Interview, verkörpere die Teile ihres Charakters, die von Institutionen, welche von Weißen dominiert seien, unterdrückt würden. Sie nehme diese Identität bevorzugt an Orten an, an denen sie als schwarze Frau kein Fremdkörper sei, wo also auch andere schwarze Frauen lebten und sichtbar würden. Ihr künstlerisches Bestreben sieht sie darin, eine weiche Form von Weiblichkeit, Soft Femininity, zu entwickeln, stößt dabei aber immer wieder an die Grenzen der gerade für schwarze Frauen nach wie vor eng gefassten Role Models. Als Nachkommen von Sklavinnen, oft aus Arbeiterfamilien stammend, müssten sie hart und streng wirken oder als stumpf sture Matronen in Erscheinung treten. Entsprechend empfindet sie weiße Frauen als privilegiert, da ihnen von vornherein offenere Rollen zur Verfügung stehen, sie also auch eher ihre gesamte Persönlichkeit ausleben können. Ich erinnere an ihre eigenen Arbeiten, hier mal drei Beispiele, die so insgesamt der Post-Internet-Art zuzurechnen sind. Tatsächlich am ehesten an die Ästhetik des Netzfeminismus, dessen Protagonistinnen sich ja ihrerseits um neue, differenziertere Bilder von Weiblichkeit bemühen. So erkennt sie auch Shermans Auseinandersetzung mit Rollenmustern durchaus als wichtig an. Auf Twitter, wo der Streit um
Basra, das vornehmlich ausgetragen wurde, bezeichnet sie Sharman sogar als eine ihrer Heldinnen, one of my heroes. Doch nicht nur Busriders, sondern vor allem auch Shermans Reaktion auf die Rassismusvorwürfe machten sie wütend. In einem Statement entschuldigte Sharman ihre frühe Serie mit ihrem damals begrenzten Wissen um Schminktechniken sowie damit einfach naiv gewesen zu sein. Hier in der linken Spalte ganz unten sehen Sie das Zitat des Statements von Sharman und darüber und auf der rechten Spalte Reaktionen auf Twitter auf dieses Statement. Und diese Reaktionen gehen eigentlich alle dahin zu sagen, naja, wenn sie selber schon meint, sie sei naiv gewesen, ist das nicht ein Zeichen dafür, gibt sie damit nicht eigentlich zu, dass sie aus einer enorm privilegierten Position heraus überhaupt nur diese Serie damals geschaffen hat. Also kann man nicht nur dann unbekümmert sein, eben naiv sein, weil man eben Ausgrenzung, Unterdrückung selbst nie erfahren hat. Also aus der Sicht ihrer Kritiker hat Sharman mit ihrem Statement gerade noch mal diesen Verdacht bekräftigt, unsensibel für die Situation von Minderheiten wie den Schwarzen zu sein. Und zudem, das hat dann weiter für Unmut gesorgt, hat sie auch nichts unternommen, damit ihre frühe Serie zumindest fortan aus der Öffentlichkeit verschwindet. Vielmehr werden die Fotos weiter von renommierten Häusern ausgestellt, nachdem 8 davon 2011, also wohlgemerkt noch vor dem Skandal, ihn aber vielleicht auch begünstigend, für mehr als $200.000 versteigert worden waren. Dass man sich also offenbar in weiten Teilen des Kunstbetriebs nicht an der undifferenzierten Darstellung der Figuren stört, passt dann wiederum in das bittere Bild, wonach eben von der Freiheit der Kunst nur eine Elite profitiert, die ihre beschränkte Weltsicht inzestuös zelebriert und allen anderen Exklusionserfahrungen zumutet. Und entsprechend formulieren einige Kritiker unter dem Hashtag Syndicate dann auch deutlich aggressivere Statements. Da wird dann tatsächlich explizit der Kunstkanon in Frage gestellt. Da wird vereinzelt sogar dazu aufgerufen, die Fotos dort, wo sie auftauchen, zu stehlen und öffentlich zu verbrennen. Gewiss kann man zur Verteidigung Shermans anführen, dass die Sensibilität für ethnische Fragen in den 1970er Jahren, also als Busriders entstand, noch nicht so ausgeprägt war wie 40 Jahre später. Doch zählt das Argument bei denen, die sich als Opfer von Ausgrenzung und Missachtung fühlen, gar nichts. Für sie ist natürlich sogar ein Affront, Unrecht mit einem Verweis auf den Zeitgeist entschuldigen zu wollen. Denn so sehr dieser sich ändern mag, so real bleiben die Verletzungen. Sie sind durch nichts zu relativieren. Und zu betonen, dass Sharman in ihrer Serie klare formale Entscheidungen getroffen haben, indem sie etwa von Hintergründen und Farben abstrahierte, dass es ihr also offenbar um Verfremdung, um Zuspitzung gegangen ist. Wenn man so argumentieren würde, würde man vermutlich die Sache auch noch schlimmer machen. Also so wie im Fall von Dana Schutz käme natürlich dann wieder der Vorwurf, das Sujet sei der Künstlerin nur Anlass, nur Rohstoff gewesen. Die Chancen, die in einer spezifisch künstlerischen Transformation eines Themas liegen würden, wiederum nicht zählen gegenüber der Provokation, als die jegliche Aneignung empfunden werden kann. Also man sieht, es geht generell in diesen Debatten nicht darum, der Kunst eine eigene Qualität, eine eigene Wirkkraft zuzutrauen, sondern man achtet alleine darauf, ob und wie etwas in den Werken sichtbar wird, wie es repräsentiert wird. Gerechtigkeitsfragen sind Fragen der richtigen Repräsentation. Dieser Diskurs aber ist gerade Folge auch davon, dass viele eben sich ihre Erfahrungen in der Kunstwelt, in den Kunstwerken selbst lange Zeit nicht angemessen wiederfinden. Und warum sollten Sie sich dann mit den spezifischen Kriterien der Kunst identifizieren? Warum sollten Sie diese Kriterien selbst verwenden, wenn Sie sich da nicht wiederfinden? Warum sollten Sie sogar ein Bekenntnis zur Autonomie der Kunst ablegen, also sich auf eine Idee berufen, deren Entwicklung weitestgehend ohne Sie stattgefunden hat? Was sollen Frauen, Schwarze, andere Nichtprivilegierte mit einer Geschichte anfangen, in der sie fast nie beachtet wurden? Wie sollen sie etwas als emanzipatorisch, als therapeutisch empfinden, das sie selbst nur als Exklusion und Missachtung erfahren haben? Nun, zusätzlich bekommen sie Rückenwind durch andere Entwicklungen.
die Globalisierung des Kunstmarkts sowie eine ihrerseits global agierende Kuratorenszene, eben wo die Idee einer autonomen Kunst jeweils ebenfalls verabschiedet wird. Also das kommt verstärkend hinzu. Im einen Fall spielt die Kunst keine Sonderrolle mehr, weil sie eben in einem Kosmos an Luxusgütern aufgeht, worüber ich im März viel gesprochen habe. Im anderen Fall eben kritisiert man die Geschichte der Kunst, ihre Kanonisierung als rein westliches Projekt und will fortan jegliche Hegemonie überwinden, um bisher Unterrepräsentierten endlich gleichberechtigt zur Präsenz zu verhelfen. Also aus der Welt auch dann der Kuratoren bekommen Kritiker von Teilen des Kanons, Kritiker von Werken einzelner Künstler oft auch aktive Unterstützung, während eben diese Kritiker von Werken wie von Dana Schutz oder Cindy Sharman sich eigentlich umgekehrt fast nie mehr mit Leuten argumentativ auseinandersetzen müssen, die sagen, die idealistischen Diskurse der Kunstautonomie noch verfechten. Die spielen insgesamt auf dem Feld keine nennenswerte Rolle mehr. Dass die Kritik am Kunstbetrieb aber auch in ihm selbst, also vor allem bei Kuratoren stattfindet, erlaubt auch noch andere Strategien gegen den vorherrschenden Kanon als jetzt nur Forderungen nach Zensur, nach Zerstörung. Vielmehr lässt sich der Kanon auch direkt mit Alternativen konfrontieren. Oder man kann die Orte, an denen man bisher nicht vorkam, überschreiben, um den Kanon gleichsam von innen heraus neu zu formulieren, ja, um vielleicht sogar einen neuen Kanon zu schaffen, der dann allerdings kein Kanon autonom westlicher Kunst mehr sein wird. Und das alles, also diese anderen Strategien, kann gerade auch dort stattfinden, wo der bisherige Kanon sich am stärksten manifestiert hat, nämlich im Museum. Kunstmuseen waren bekanntlich lange Zeit der Ort, an dem die Idee autonomer Kunst ihre Vollendung fand. Hier wurden die Werke ausschließlich als Kunst betrachtet, befreit von jeglicher anderen Funktion und Rechtfertigung. Also hier wurden die Kriterien der Kunst, wurde ihre Entwicklung, wurde ihre Geschichte diskutiert, präzisiert, veranschaulicht. Aber eben je lauter, je auch vielleicht überzeugender nun die Stimmen derer werden, die andere kulturelle Hintergründe besitzen, die andere Erfahrungen mit Kunst gemacht haben, desto mehr steht natürlich auch die Rolle der Museen zur Debatte. Kunstexterne Kriterien der Beurteilung, also akute politische Themen, Fragen der Repräsentation von Unterprivilegierten, gewinnen an Stellenwert, wodurch ja eben manche bisher unumstrittenen Werke problematisch werden, anderes hingegen seinerseits plötzlich als legitimiert erscheint, in einem Museum aufzutauchen. Im Januar 2018 sorgte eine Aktion in der Manchester Art Gallery für internationales Aufsehen, allerdings vor allem auch deshalb, weil über sie meist nur sehr unvollständig berichtet wurde. So wurde eines der Hauptwerke des Museums, das Gemälde Hillers and the Nymphs, 1896, des viktorianischen Malers John William Waterhouse abgehängt. Das Museum selbst erklärte das Frauenbild des 19. Jahrhunderts, das Frauen entweder als passive, dekorative Form oder als femme fatale in Szene setzt, solle damit offensiv zur Diskussion gestellt werden. Und künftig wolle man ein Ort sein, an dem Kunstwerke in zeitgemäßen, für die Gegenwart relevanten Weisen zur Geltung kommen. Also statt sich weiter als Anwalt, als Schutzraum der Kunst und ihrer Geschichte zu begreifen, will das Museum jetzt hier ausdrücklich ein Ort gesellschaftspolitischer Debatten sein, die das Ziel verfolgen, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Der Aufruf zur Diskussion, die die Besucher dann im Raum des abgehängten Gemäldes führen konnten, wie auch die gesamte Kampagne, ging aber nicht vom Museum aus, sondern von der Künstlerin Sonja Beuys, die vom Museum zu einer Einzelausstellung eingeladen war und in Vorbereitung dazu einen Film im Museum drehen wollte. Nachdem sie bereits in den 1980er Jahren mit Werken bekannt geworden war, die ihre afro-karibische Herkunft sowie Rassenkonflikte zum Thema haben, plante sie diesmal eine institutionskritische Arbeit. So führte Beuys im Vorfeld Gespräche mit Mitarbeitern des Museums, in denen diese über ihre Erfahrungen, über ihre Probleme mit einzelnen Exponaten der Sammlung berichten sollten. Dabei erwies sich, wie Beuys mitteilte, das Bild von Waterhouse als besonders virulent,
Ebenso ein zweites Gemälde, nämlich ein Porträt von James Northcote aus dem Jahr 1826, das Shakespeares Othello zeigt, in Gestalt des Schauspielers Ira Aldrich, der im frühen 19. Jahrhundert als erster Schwarzer überhaupt Shakespeare und auch andere Rollen spielen durfte. Um diese beiden Gemälde herum wollte Beuys also ihren Film drehen und überlegte sich ein Setting, das die Fragen und Schwierigkeiten heutiger Menschen sichtbar macht. Daher organisierte sie Performances, deren Aufnahmen dann in ihren Film Eingang fanden. In den Reaktionen auf das Northcote-Bild engagierte sie den Performance-Künstler Lasana Shabazz, der im Raum, in dem das Bild hängt, mit einem weißen Kostüm auftrat, vor allem aber hatte auch sein Gesicht weiß geschminkt, um daran zu erinnern, dass sich Aldrich immer weiß färben musste, wenn er keinen Schwarzen spielte. Also hier ging es um Fragen natürlich von Anpassung, von Unterordnung. Und im Fall des Waterhouse-Gemäldes war es Beuys wichtig, die binäre Geschlechterlogik aufzubrechen. Und es hat sie dadurch zu erreichen versucht, dass sie in dem Raum mit viktorianischer Kunst The George's Family, also eine Gruppe von Drag Queens aus Manchester, auftreten ließ. Angeblich war die Abhängung des Gemäldes dabei zuerst gar nicht geplant, hat sich erst aus der Atmosphäre der Dynamik des Abends erklärt und wurde dann im Nachhinein vom Museum zum Projekt erklärt. Und eine Woche später wurde das Bild ja auch wieder aufgehängt. Nun trat Beuys selbst nicht weiter in Erscheinung, sondern hat den ihr gewährten Raum hier dazu genutzt, andere Künstler ins Museum zu holen, um Alternativen oder um zumindest zeitgenössische Korrektive zu den ausgestellten Werken zu bieten und eben Fragen nach Kanon, nach Kanonbildung zu stellen. So wählten die Akteure einer anderen Aktion in einem Museum eine andere Strategie. Die Popsängerin Beyoncé und ihr Mann, der Rapper Jay-Z, erregten im Juni diesen Jahres viel Aufsehen mit einem im Louvre gedrehten Musikvideo mit dem Titel Ape Shit, also übergeschnappt. Gut 6 Minuten lang sieht man die beiden, zum Teil allein, zum Teil mit Tänzerinnen in zahlreichen Einstellungen, meist direkt vor Kunstwerken, vor der Nike von Samothrake bis hin zur Krönung Napoleons von Jacques-Louis David. Doch lenken Beyoncé und Jay-Z den Blick gerade auch auf Werke, in denen Schwarze zu sehen sind und das nicht in untergeordneten Rollen, sondern als Hauptfiguren. So überragt ein Schwarzer alle anderen Überlebenden auf Chiricots Floß der Medusa. Er ist es, der in der Ferne ein Schiff entdeckt, das herbeiwinkt. Er ist also entscheidend für die Rettung der Schiffbrüchigen. Zugleich aber führt das Video vor, wie die Ideale der weißen Kultur lange normierend gewirkt haben. So üben 2 schwarze Tänzerinnen auf dem Boden unter Davids Madame Récamier ihre Körperdisziplin. Sie tragen hier auch helle Bodysuits, verleugnen also als weitere Geste der Unterwerfung ihre Hautfarbe. Allerdings wiederum zitieren sie mit einem Turbantuch auch genau den Kopfschmuck, der auf dem einzigen Einzelporträt einer Schwarzen im Louvre zu sehen ist, das um 1800 gegen alle Üblichkeiten zudem von einer Frau, Marie Guillemin Benoist, gemalt wurde. In dem Video kommen somit, könnte man sagen, 2 Haltungen gleichermaßen zum Ausdruck, Anpassung und Selbstbehauptung. Und Beyoncé und Jay-Z begeben sich explizit auf Augenhöhe mit dem bestehenden Kanon. Schon zu Beginn des Videos stehen sie frontal vor der Mona Lisa, nehmen als Pop-Ikonen der Gegenwart, als Superlabels der Kulturindustrie die Ikone der Kunst und damit ein anderes Superlabel in ihre Mitte. Das soll, wie die Kunstkritikerin Almut Spiegler zu Recht bemerkt, weniger Kampfansage sein als ein Bündnis der Ikonen. Nun, eine Kampfansage, also auch sowas wie Zerstörung, wie Zensur, ist hier auch gar nicht nötig. Beyoncé, Jay-Z sind nicht nur keine Opfer von Unterdrückung mehr, sondern setzen als Stars der globalen Popkultur selbst Standards. Sie müssen sich nirgendwo mehr Zugang erkämpfen. Vielmehr öffnet ihnen das Museum sogar bereitwillig alle Türen, richtet sich ganz nach ihren Bedingungen. Zum Beispiel wurden für den Dreh eigens alle Exponatschilder abgenommen. Man hat auch die sonst übliche
Beleuchtung, wie man sehen kann, geändert. Links ist ein Probenfoto, das Beyoncé auf Instagram veröffentlicht hat. Rechts sagen die ähnliche Szene dann aus dem Film selbst. Nun, ich würde sagen, dieses Musikvideo ist das Dokument einer Zeitenwende. Die Gleichberechtigung zwischen Beyoncé und Jay-Z einerseits und Hauptwerken des westlichen Kunstkanons andererseits ergibt sich gerade nicht daraus, dass die Popsänger sich jetzt auch zur Kunst oder gar zur Idee der Autonomie bekennen und sich in das Museum als Ort der Kunstgeschichte integrieren. Nein, vielmehr interessiert sie der Louvre als Ansammlung von vielem, was seinerseits global berühmt ist. Sich zusammen damit zu inszenieren, bereichert das eigene Image, macht es komplexer, macht es interessanter, ist also ideal zu Zwecken der Repräsentation. Das aber gilt in gewisser Weise auch umgekehrt. Der Louvre dürfte von dem Video mit den zeitgenössischen Popgrößen ähnlich profitiert haben, wie 2017 Leonardo Salvator Mundi, als er bei Sotheby's als zeitgenössische Kunst neben Warhol und Louis Bourgeois versteigert wurde. Das Video zeigt also auch, nur weil eine Idee von Kunstgeschichte keine Rolle mehr spielt, verlieren die Werke im Museum noch lange nicht ihre Bedeutung. So wie viele von ihnen schon längst vor den Idealen autonomer Kunst existierten und damals oft repräsentative Aufgaben zu erfüllen hatten, werden viele von ihnen auch danach alles andere als funktionslos und irrelevant sein. Ja, vielleicht wieder vor allem Formen der Repräsentation dienen. Das Video von Beyoncé und Jay-Z setzt zugleich fort, was in der Popkultur schon länger stattfindet. Zu den letzten Aufträgen, die Michael Jackson vor seinem Tod 2009 vergeben konnte, gehörte ein großes Porträtgemälde. Gehinde Wiley malte den Sänger im Stil eines barocken Fürsten in einer irreal beleuchteten Landschaft, reitend umschwirrt von Putti verschiedener Ethnien, die ihm einen Lorbeerkranz aufsetzen. Hier wird noch deutlicher als bei Apeshit, dass gerade die Werke und Stilmittel aus dem westlichen Kunstkanon weiterhin oder wieder stil- und imagebildend wirken können und sollen, die aus Zeiten stammen, als die Idee autonomer Kunst noch gar nicht existierte, sondern als mit Bildern der sozioökonomische Status einer Person repräsentiert, überhöht, gefeiert werden sollte. Jackson wählte Wiley für diese Aufgabe, weil der auch früher schon unter Beweis gestellt hatte, wie selbstbewusst er als Schwarzer Motive und Codes der Repräsentationskunst adaptieren kann. In einer Paraphrase auf Davids berühmtes Gemälde bringt er etwa einen anonymen Schwarzen an die Stelle des erhaben über die Alpen reitenden Napoleon. Dieses Bild im Foyer des Brooklyn Museums in New York, prominent, sondern programmatisch gehängt, drückt gerade auch in seinen Übertreibungen in Stil und Accessoires die Träume von Millionen von Menschen aus, die am Rand der Gesellschaft stehen und gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen haben. Sie wären endlich auch gern sichtbar, würden sich auch gern mit diversen Insignien von Erfolg und Macht zeigen. So sehr sich von Dana Schutz in die Schamen und vielen anderen missverstanden fühlen, so sehr erfüllt Wiley ihre Bedürfnisse nach Repräsentation. Mittlerweile hat es Barack Obama Michael Jackson nachgetan. Als er nach Ende seiner Amtszeit als US-Präsident einen Künstler für das offizielle Porträt der Präsidentengalerie auswählen durfte, entschied er sich für Wiley. Dessen Bild wurde im Februar diesen Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt und sorgt für viel Diskussion. Was heißt es, den Präsidenten nicht vor Architektur oder einer erhabenen Kulisse, sondern vor einem floralen Hintergrund zu zeigen? Was bedeuten die verschiedenen Blumen? Was sagt Obamas Körperhaltung über seine Präsidentschaft aus? So viel Ruhe und Souveränität die Hände ausstrahlen, so sehr zeugen die leicht hängenden, die leicht nach vorne gebeugten Schultern von Zweifeln, vielleicht sogar von Resignation. Und warum steht der Stuhl, auf dem Obama sitzt, auf keinem festen Grund? Warum sind seine Füße halb überwuchert? Ist hier vielleicht beides sichtbar gemacht? Einerseits eine Karriere, die so strahlend ist, dass sie nicht eigens mit vielen Accessoires betont werden muss, aber eben auch andererseits eine unsichere Stellung, die mit der Herkunft aus einem benachteiligten schwarzen Milieu, mit fehlender Anerkennung durch etliche weiße Milieus zu tun hat.
repräsentiert das Gemälde also sowohl Macht als auch Ohnmacht? Obama selbst begründete seine Wahl von Wiley damit, dass dieser es vermöge, Zitat, konventionelle Darstellungen von Macht und Privilegiertheit herauszufordern. Gerade damit aber wird an einem Bild wie diesem Präsidentenporträt, denke ich, viel über die Gegenwart deutlich, also über eine Zeit, in der gesellschaftliche Konflikte und Veränderungen auch zu neuen Formen der Bildpolitik führen und in der ja, der Begriff von Kunst, der in den letzten rund 200 Jahren im Westen herrschte, sowie eben auch Teile des daraus folgenden Kanons, nicht mehr länger fraglos gelten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Herr Ulrich. Sie haben, denke ich, genügend Stoff geliefert für eine anregende Diskussion, ob es sich bei der Autonomie der Kunst tatsächlich um einen westlichen, elitären, hegemonialen Kanon handelt, den es wirklich zu überwinden gilt, oder ob das eben ja doch vielleicht sehr exklusive Einblicke waren in eine andere Handhabe mit diesem Kanon. Ich denke, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. Es ist wieder so, dass hier Mikrofone im Raum gleich durchgegeben werden könnten, wenn es Nachfragen gibt. Genau, vielleicht können wir etwas das Licht erhöhen, sodass man auch ein Gegenüber hat. Da hinten gibt es eine Frage, genau. Ja. Dankeschön. Geht es? Ja, hallo? Ja, ich höre Sie. Okay. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage betrifft die Unterscheidung Siegerkunst und pädagogisch engagierter Menschenrechtskunst, wenn man das zusammenziehen will, auf zwei Begriffe, die Sie ja schon länger unterscheiden. Mhm. Wenn man eine Unterscheidung in der Kunst trifft, denkt man ja, Sie haben auch von Schisma gesprochen, dass es wie in der Religion jetzt zwei Formen gibt, die sich natürlich bekämpfen, in Kuratorenpersonen, in Künstlerpersonen, in der Pädagogik, der Kunst vielleicht auch. Und mich würde interessieren, wenn das eine zukünftige Unterscheidung ist, und ich habe die durchgespielt und mir fiel immer sofort eigentlich ein, wo ich was dazurechnen würde, also die Unterscheidung eignet sich gut, dann haben ja gute Unterscheidungen, auch in der Religion und vielleicht auch in der Kunst, die Eigenschaft, dass man sie zurückdatiert. Also wo war, das wäre meine Frage, für Sie eigentlich der Beginn, wo man sich schon entscheiden konnte oder von heutiger Sicht entscheidbar wird, dass eine Kunst sich mehr in die eine oder in die andere Richtung bewegt. Haben Sie da ein Datum, hinter das man nicht zurückgehen sollte, oder darf man da sozusagen immer weiter zurückinterpretieren? Ja, danke. Also klar, ich spreche gerne von Schisma, um so dieses Auseinanderdriften auch verschiedener Bereiche des Kunstbetriebs mal begrifflich zu fassen. Allerdings glaube ich, dass in diesem Auseinanderdriften eher auch liegt, dass man sich gegenseitig ignoriert als bekämpft. Es gibt diese Fälle des Bekämpfens, wie jetzt gerade hier bei Dana Schutz, wo mal sowas zusammenkommt, aber es sind eher die Ausnahmen. Also vieles läuft einfach ziemlich zunehmend unabhängig voneinander ab, hat aber interessanterweise eben diese gemeinsame Grundlage, dass man sagen, sich entfernt von so einer ursprünglich mal aller Formen von Kunst verbindenden Idee, also hier im Westen verbindenden Idee sagen, von Autonomie. Das ist sagen, die gemeinsame Grundlage, von da aus geht es in verschiedene Richtungen und irgendwann, deshalb komme ich zum Begriff Schisma, gäbe es vielleicht keinen Grund mehr überhaupt noch diese einzelnen Phänomene, die in den Bereichen passieren, noch unter Kunst zu titulieren, weil es eben sich so weit voneinander entfernt. Diese zentrifugalen Kräfte, die würde ich sagen, kann man seit ein paar Jahrzehnten sehr deutlich beobachten. Ich würde hier schon die 1990er Jahre, also nicht ein Datum, ein präzises, aber zumindest mal ein Jahrzehnt benennen, einerseits als eine Zeit, in der doch die Globalisierung wesentliche
neue Schritte ermöglicht hat, Schritte getätigt hat nach dem Ende des Kalten Krieges, verbunden mentalitätsgeschichtlich mit der Phase der Postmoderne, des Postkolonialismus, wo also sagen viele westliche Kategorien überhaupt erstmal auch in Frage gestellt, relativiert, dekonstruiert wurden. Und auf der anderen Seite aber in derselben Zeit und eben auch als Folge, Ausdruck der Globalisierung, eben auch gerade der ökonomischen Globalisierung, diese gewaltigen Veränderungen auf dem Kunstmarkt, also dass eigentlich von Saison zu Saison nochmal neue Akteure auch bei den großen Messen und Auktionen ins Spiel kommen, die sich sorgen für dieselben Statussymbole interessieren, dass damit eben auch der bildenden Kunst, gerade der zeitgenössischen bildenden Kunst, eben eine unglaubliche andere nochmal Aufmerksamkeit und Bedeutung zugewachsen ist und einfach die starken Zahlen sagen, alles andere überblenden und überdecken. Und also von da an, glaube ich, hat das eben so eine Dynamik bekommen auf beiden Seiten, wo ich mir kaum noch vorstellen kann, dass das sagen, jetzt wieder sagen, zurückgeht von da aus, sondern sich vielleicht anders nochmal verzweigt und verbindet. Es gibt ja auch durchaus Künstler, die durchaus beide Seiten bespielen, die das sagen, noch Formen gefunden haben, das zu meistern. Denken Sie an jemanden wie Olafur Eliasson zum Beispiel, der ist für mich da eine interessante Figur, weil er so in sich verkörpert vielleicht nochmal das ganze Spektrum, was heute möglich ist, aber auch die Paradoxien, die sich daraus ergeben, wenn man dann genauer in das Werk gehen will. Aber das war erstmal genug als Antwort. Danke. Ja, ich möchte mich auch erstmal ganz herzlich bedanken für den anregenden Vortrag, der sehr herausfordernde Fragestellungen aufgeworfen hat. Und ich möchte gerne nochmal auf das erste Beispiel eingehen, Dana Schulz. Mhm. Was mir in der Debatte immer so ein bisschen fehlt, ist nicht die Frage nach dem Was hat sich da ereignet. Es geht immer um das Was, aber nicht so sehr um das Wie. Mhm. Wie ist das gemalt? Wie ist das gemacht? Mhm. Warum weckt gerade diese Art der Malerei so eine Empörung hervor? Und man könnte ja andere Beispiele auch anführen, wo eine Empathie durch die Art der Malerei vielleicht auch eher begünstigt wird, im Sinne von Susan Sonntags, das Bild, das Leiden anderer betrachten. Und da würde ich sagen, es wäre ein gutes Beispiel, zum Beispiel Marlene Dumas, das gemalte Foto eines palästinensischen Mädchens. Mhm. Ich glaube, das Pressefoto war aus den 80er Jahren, wo man nur das Gesicht des Mädchens sieht, blutend, im Fall bei der Erschießung. Und das ist ein Bild, wo ich denke, dass es keine Empörung hervorrufen würde. Und das hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie es gemalt ist. Ja, vielleicht könntest also, du darauf nochmal Bezug nehmen, das würde mich interessieren. Also Sie haben recht, in den meisten Texten über jetzt dieses Bild spielt die Art der Malerei keine Rolle. Trotzdem könnte ich Ihnen, wenn Sie wollen, ein paar Texte zusammenstellen, Links schicken, wo das also doch passiert. Und da wiederum ist aber auch interessant, dass von zwei Seiten argumentiert wird. Die einen sagen, gerade indem das so diese im Stil von Francis Bacon nochmal jetzt hier auch diese ganze Zerstörung zeigt, will sie eigentlich gerade deutlich machen, was hier passiert. Die anderen sagen, na gut, sie malt ihr Bild genauso wie alle anderen Bilder und sie zelebriert hier einen Neo-Expressionismus, der einfach ein festes Label auf dem Kunstmarkt ist. Und dieses Bild unterscheidet sich eben jetzt nicht spezifisch von anderen ihrer Bilder. Wobei, wenn man ihr Oeuvre anschaut, man feststellen wird, dass sie jetzt hier nicht das erste Mal sich einem politischen Opfer widmet in ihrer Fälle von Attentaten, die zu Entstellungen des Gesichts geführt haben. Also das hat schon eine gewisse Geschichte in ihrem Werk, was aber, glaube ich, noch nicht automatisch den Vorwurf gegen diese Art von Malerei entkräftet. Und ich muss da gestehen, ich bin da auch sehr ambivalent, wie ich jetzt, ob ich sagen, ich kann sagen, beide Seiten hier verstehen, dass man sagt, gut, diese Art der Malerei kann Aggressivität, Grausamkeit, Brutalität sichtbar machen. Andererseits aber damit, dass sie eben doch sehr stark in einer bestimmten kunsthistorischen Tradition damit steht,
geht mir doch das Spezifische verloren wiederum bei diesem Bild bezogen auf das Sujet, das sie darstellt. Also deshalb glaube ich sogar, letztlich ist es gar nicht mal so falsch, dass man die Debatte auch noch auf einer anderen Ebene führt, als nur auf der Ebene, wie ist das jetzt gemalt. Weil auch da kommt man letztlich, glaube ich, nicht dadurch zu einem klaren Ergebnis, was man sich erstmal erhofft, dass man sagt, gut, jetzt schauen wir uns mal das Bild an und dann wissen wir Bescheid. So leicht ist es, glaube ich, auch auf der Ebene leider nicht. Ja, also ganz herzlichen Dank auch meinerseits. Ich fand es faszinierend, den Vortrag hier vor diesen Raphael-Stücken zu sehen. Eben war die Frage, wann beginnt dieser Diskurs? Ja. Und natürlich haben wir ihn hier zwischen Arm und Reich, etwa in der Messe von Bolsena oder da vorne der Borgo-Brand, wo dann derjenige, der die Kultur zentrierend, hier in dem Fall der Papst, besitzt, als segensreicher Heiler eintritt. Der Unterschied dieser Art von Malerei oder hinter Ihnen noch der Kunstraub, der jetzt gerade ausgerechnet durch die Bilder verdeckt war, was für sich einen eigenen Diskurs aufmachte. Der Unterschied ist, glaube ich, dass in diesen Werken das, was wir jetzt per Vorträgen oder Kunstpädagogik leisten, in den Werken selbst geleistet wird, dieser Metadiskurs. Diese Beispiele, die Sie gebracht haben, sind alles nur Repräsentationen von etwas und der Repräsentationsstatus wird reflektiert, während in den Werken selbst keine Argumentation stattfindet. Ist das eine Entwicklung, die wir insgesamt stattfinden? Der Diskurs findet jenseits der Bilder statt und die Bilder sind nur Bestandteil des Diskurses. Oder sehen Sie auch Künstler, die in ihrem Werk selbst diesen Metadiskurs im Werk und nicht nur in seiner Setzung erfahrbar machen, in der momentanen Entwicklung? Also ich habe deshalb mit diesem Wiley-Beispiel von Obama geendet, weil ich glaube, dass wir da zumindest im Ansatz sowas haben. Das ist aber vielleicht auch, um es wohlwollend zu formulieren, jetzt ja auch wieder ein relativ frühes Beispiel einer erst neu entstehenden Kultur, einer reflektierend repräsentativen Kunst, die aber vielleicht, wenn sie wieder eine gewisse Tradition hat, auch wieder solche großartigen Formen entwickelt, wie wir sie eben in der ganzen Kunstgeschichte haben. Aber ich würde schon, also jemand wie Wiley hier als einen verheißungsvollen Kandidaten sehen, der hoffentlich auch noch eine längere Karriere vor sich hat und vielleicht, also ich könnte sich auch andere nennen, aber um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, was ich gezeigt habe, ja, aber würde ich natürlich auch der Verweis auf die Kunstgeschichte ist natürlich auch nochmal jetzt so ein Anspruch, da könnte es grundsätzlich auch mal wieder hingehen. Wir haben plötzlich gerät ja auch vielleicht jetzt die ältere Kunstgeschichte da doch wieder neu in den Blick. Wir bekommen ganz neuen Aufmerksamkeit für verschiedene Techniken, Strategien von Repräsentation. Und da war ja auch sehr vieles jetzt nicht zuletzt auch durch vielleicht eine Zeit, wo Auftragskunst verpönt war, vieles brachgelegen oder ist auch an Traditionen erstmal vielleicht sogar verschwunden gewesen und könnte durchaus wieder neu kommen. Also ein Ende der Kunst muss man noch lange nicht ausrufen. Gut. Ich danke herzlich.